Hallo, meine Freunde. Und willkommen zu den LOL-Trends, dem wo besten Format auf YouTube. Tja, das Wetter draußen ist gerade sehr fleißig. Na, es schneit. Heute kam ich eine halbe Stunde quasi zu spät, weil der Bus einfach AFK war. Aber die LOL-Trends bleiben unstoppable. Aber apropos unaufhaltsam. Der Champion des Patches oder einer der Champion des Patches ist Malphite. Malphite ist einfach ein Dude, den ich sehr, sehr gerne selbst spiele. Meine Winrate ist da auch halbwegs solide, zumindest in den letzten Tagen. Und es ist einfach eine absolute Solo-Q-Bestie. Ich liebe ihn. Er wird sehr, sehr häufig gebannt. Die Bannrate schießt halt in die Höhe. Dafür zeigt er sich aber in der Winrate wirklich sehr, sehr konstant. Die Frage ist nun, warum ist das Ganze so? Und die Antwort ist wieder relativ einfach. Denn es gibt immer noch diese einfache Formel: Bist du ein Charakter, der Tankiness baut und dann Damage macht, bist du OP. Und bei Malphite ist es einfach super simpel der Fall. Seine EP-Ratios sind natürlich die absolute Katastrophe, dafür wandelt er Rüstung in Damage um. Zusätzlich kommt natürlich der Fakt, dass er einer der Charaktere ist, der die meiste Rüstung an sich generieren kann. Das bedeutet, je mehr er bekommt, desto mehr steigert sich auch seine W-Fähigkeit und seine Schläge basieren damit auf Rüstung und seine E-Fähigkeit selbstverständlich auch. Malphite ist in der Lage, jeden im 1 gegen 1 zu besiegen. Es ist der Wahnsinn. Dieser Champion ist einfach nicht balanced. Schaut euch bitte diese Situation an. Ja, normalerweise wäre ich hier gestorben. Ich weiß gar nicht, was passiert wäre, wenn ich sie geultet hätte. Aber sie kommt einfach zu mir hin und ich klatsch die volle Hütte weg. Ja, jeder AD Carry hasst einfach Malphite. Sicherlich hat er noch die ein oder andere Schwäche. Na, er ist nicht perfekt, aber seine Bannrate ist voll akzeptabel. Und er ist der Champion, wo ich sage, wenn ich First Pick bin und er ist nicht gebannt, logge ich ihn ein. Denn Malphite ist einfach eine Bestie. Er hat den stärksten Engage, er hat ein richtig starkes Scaling. Und am Ende sind ihn auch AP-Champions egal, weil der Vorteil ist halt, er hat eine gewisse Burst-Kombo, aber seine Auto-Attacks sind das Schlimmste. Damit macht er den meisten Schaden, weil je mehr Rüstung, desto schmerzhafter das Weh. Und es hält halt am Ende vergleichsweise lange. Wenn ihr also Elo haben wollt, nehmt den fucking Felsen. Gut, kommen wir nun zur nächsten Rubrik, die ich persönlich immer sehr, sehr schön finde, und zwar Mechanik am Mittwoch. Und hierzu möchte ich euch zunächst ein Charco-Play von jemandem zeigen. Denn dieser Charco war ziemlich clever und hat hier einen wirklich guten Dive an den Tag gebracht. Und die Strategie lag darin, dass er seine Ulti benutzt. Na, dieser hat ja eine sehr, sehr lange Cast-Animation. Na, die ist wirklich sehr lang. Damit ist er auch in der Lage, Kartos Ultimates und sowas zu dodgen. Ja, das geht wirklich. Das Schöne ist aber hier, dass er während der Cast-Animation sein Q verwendet hat. Somit ist er unter den Turret gegangen, sein Klon ist aber ihm sofort gefolgt, beziehungsweise an der Stelle aufgetaucht. Und somit konnte er den Dive locker vollführen, sein Klon tanken für ihn. Er geht einfach ohne Probleme raus und kriegt einen sauberen Kill. Dieses Play, dieser Tower-Dive war wirklich sehr, sehr klug gemacht. Deswegen auch hier die Mechanik der Woche, dass man, während man einen Spell castet, einen anderen Spell verwendet. Es gibt ja Animation Canceling. Das bedeutet, ein Renekton ist zum Beispiel in der Lage, sein W mit einem Tiamat abzubrechen. Also damit er nicht die ganze Zeit so lang schlitzen muss. Und es gibt natürlich Animation Canceling mit dem Flash. Das bedeutet, eine Cassiopeia kann ihre lange Cast-Animation nutzen, um dann in das Gesicht vom Gegner zu flashen. Eine Diana kann ihren Moonfall verwenden und dann in den Gegner reinflashen. Ja, das sind so alles ganz coole Sachen. Der Lee Sin Kick ist ebenfalls ein gutes Beispiel dazu. Dieser Spieler hat aber etwas anderes getan, was ich viel interessanter finde. Und dazu gibt es noch weitere Beispiele. Denn mit Leona seid ihr zum Beispiel in der Lage, während der E-Animation eure Ultimate zu casten. Ja, das mache ich halt sehr, sehr gerne, wenn mein Q gerade nicht zur Verfügung steht. Das bedeutet, ihr seid gerade in dieser Lichtform und müsst diese aufwendige Ultimate-Animation gar nicht erst durchführen. Ihr kommt an der Stelle an und der Gegner ist sofort betäubt. Hierbei muss aber gesagt werden, es gibt hier noch ein kleines Zeitfenster, wo man flashen könnte. Aber technisch gesehen, wenn der Gegner immobil ist und keinen Flash hat, ist das ziemlich cool. Ein anderes Beispiel hat mir ein Abonnent geschickt, wo das Ganze auch mit Fiora möglich ist. Da ist das super interessant. Denn Fiora kann Qen und währenddessen ihr W aktivieren, muss also nicht 100 Jahre stehen bleiben, um diesen Spell durchzuführen. Diese Mechanik ist super nice, weil ihr einen Dash vollführt, der nicht abgebrochen werden kann, durch gar nichts, weil ihr natürlich immer noch die Immunität habt. Na, das klappt wunderbar, ihr könnt das W auch seitlich setzen oder nach hinten. Die Problematik bei der ganzen Sache ist jedoch, dass nicht eure Animation zählt. Das bedeutet, das W wird dort gecastet, wo ihr gestanden habt. Ich habe das hier mehrmals am Gromp getestet und er wird quasi von der Animation aufgespießt, aber es wird kein Schaden oder ähnliches angerichtet, weil er quasi out of range war. Von der Idee her aber super nice und damit natürlich die Möglichkeit gegeben, wirklich mit Fiora sehr, 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 sehr sicher über Wände zu kommen, ohne irgendwie zurückgezogen zu werden oder ähnliches. Für mich also nicht das Animation Canceling, sondern die Spells aktivieren während der Animation. Super nice. Gut, kommen wir nun zum nächsten Thema und zwar Decision Making. Ja, hatten wir ja lange nicht mehr gehabt und hier habe ich einen Jax, der gegankt wird. Ihr seht ja die Ausgangssituation, er hat ein paar Spells verbraucht
und wird natürlich gleich einen Gank erfahren. Die Frage ist nun, überlebt er das Ganze oder nicht? Ich werde euch auch ein bisschen so die Ausgangssituation zeigen. Ihr könnt doch gerne das Video pausieren, um nochmal zu schauen, okay, wer hat denn welche Items und so weiter. Aber ihr könnt hier die Aussage treffen. Schafft er's? Lol. Bin jetzt hier an, Alter. Hallo. Mach ich. Ich rufe dich gleich zurück. Hab dich lieb. Tschüss. Alter. Die Frage ist jetzt nun, überlebt ihr das Ganze oder nicht? Ihr habt hier die Möglichkeit zu voten und gelangt dann natürlich zu dem entsprechenden Antwortvideo. Am Ende werdet ihr schauen, welches der beiden Antworten mehr Likes hat. Na, falls ihr unbedingt beide sehen wollt. Und bei den nächsten LOL-Trends lösen wir das Ganze auf. Gut, kommen wir zur nächsten Kategorie und zwar das Item-Bild der Woche. Und diesmal ist es nicht nur ein Item-Bild, sondern mehr auch die Mastery und die Runeneinstellung. Denn auf Reddit hat jemand gepostet, dass er sehr gerne Wladimir spielt und hat eine Version gehabt, die halt einfach auf Full Spellvamp, Full Regeneration setzt. Na, dieser Wladimir soll nicht sterben. Das ist das Ziel. Und um dieses Ziel zu erreichen, wird nicht nur Spirit Visage geholt, was, sage ich mal, so standardmäßig ist, was sehr gerne geholt wird, sondern er spielt außerdem mit Runic Armor, was seine Heilung offensichtlich verstärkt, und Windspeakers Blessing. Er geht also nicht wie alle auf Thunderlord, sondern sagt sich, ich hole mir Windspeaker, weil ich ja damit in der Lage bin, meinen eigenen Heal zu verstärken. Und normalerweise sagt man, ja gut, der Supporter verstärkt ja seinen Heal auf andere. Aber man muss bedenken, dass einige Spielmechaniken trotzdem deinen Heal verbessern, weil sie wie von außen kommen. Das ist jetzt ein kleines bisschen seltsam, sonst hätte ich es auch nicht aufgeführt. Aber die Heilung, die quasi nicht als Spellvamp zählt, wird von Blessing verbessert. Das bedeutet, euer Q wird verstärkt, denn ihr erhaltet eine Art Heilung, es ist aber kein Spellvamp. Solltet ihr aber nun den Will of the Ancient haben, muss ihr bedacht werden, es ist kein Spellvamp mehr auf dem Item. Dieser Gegenstand verleiht dann eine Art Heilung, ja, ihr habt diesen True hier, wo Magieresistenz ignoriert wird. Und das Ganze wird vom Blessing verbessert. Und der Grund dafür ist, weil es nun als Heilung zählt. Total gestört. Wladimir ist somit in der Lage, mit seinem Q, aber auch mit seinem Pool wesentlich mehr Leben wiederherzustellen. Na, Runic Armor verbessert ihr sowieso. Aber durch das Blessing und die Geistersicht und Runic Armor und was weiß ich was alles, ist der unsterblich. Das Core-Item-Bild besteht, wie gesagt, aus dem Will, Spirit Visage und dann noch einen Revolver oben drauf und dann geht natürlich weiter die AP-Items. Aber dieser Wladimir ist auf jeden Fall in der Lage, super tanky zu sein, hält eine Millionen Jahre durch, muss aber beachten, dass er halt viel zu tanky ist und noch vergleichsweise wenig Damage macht. Im Late-Game ist wieder was anderes. Wenn er Full-Item-Bild hat, ist das Ding completely broken, so. Davor muss aber der Wladimir den Trader gehen, dass er wirklich wenig Schaden drückt. Es kommt natürlich darauf an, gegen was er spielt und was für einen Champion er gerade angreift. Ihr könnt natürlich teilweise trotzdem den AD Carry mit einer Combo weghauen. Kann aber auch sein, dass ihr einfach gar keinen Damage macht, bis ihr Full-Item-Build seid. Trotzdem ist diese Variante sehr, sehr cool und für mich das Item-Build der Woche. Gut, werfen wir noch einen ganz kleinen Blick auf den PBE-Stuff. Denn Riot hat ja angekündigt, Season 6 geht bald los und eigentlich habe ich schon so die wichtigsten Dinge genannt. Wir warten jetzt auf den Rundown mehr oder weniger oder auf den Patchnotes an sich. Aber es geht zu erwähnen, dass Riot sich um Death's Dance und um Static so ein kleines bisschen kümmern möchte. Das bedeutet, der Dance kriegt nun mehr Schaden dazu, wird auch ein kleines bisschen teuer, hat nun 15% hier von eurem physischen Schaden und verhindert auch 15 statt 12. Das heißt, hier ein kleiner Buff, wo er dem Blutdürster wirklich bedrohlich nahe kommt, will ich mal sagen. Die Problematik ist, dass der Blutdürster nach wie vor einen Schild hat, also wirklich Schaden verhindert. Und der Stance verzögert es halt nur um 3 Sekunden. Das ist manchmal nervig. Die Idee aber, das Item so ein kleines bisschen zu verstärken und Late-Game-technisch relevant zu machen mit den 75 Schaden, ist okay. Tja, und außerdem will man sich so ein kleines bisschen um das Static kümmern. Denn dieses Item ist fast verschwunden, fast jeder holt sich Rapid Fire oder vielleicht sogar Phantom Dancer. Und Static wurde jetzt aber auf dem PBE so verbessert, dass es wirklich einen Auftrag hat. Und zwar richtet der Blitz nur nicht 75% des Schadens an Minions an, sondern 120%. Also das Item ist wirklich für den Wave Clear da, okay? Solltet ihr eine Teamkomposition haben, zum Beispiel mit einem Fizz in der Mitte und habt also wahrscheinlich keinen Wave Clear, dann lohnt es sich Static zu holen. Ich denke aber trotzdem, dass man im Solo Queue um das Rapid Fire nicht drum kommt. Das ist einfach zu stark. Rapid Fire ist wirklich stupid stark. Gut, und nun kommen wir zum Why der Woche. Und hierbei fiel es mir schwer, ein Thema speziell rauszunehmen. Das Why der Woche könnte nämlich einerseits das hier sein, denn, wie gesagt, die Minions sind immer noch stupid und werden richtig aggressiv, wie Afromo hier feststellen musste. Das Why der Woche können natürlich auch meine Rank-Games sein, wo einfach die Abonnenten komplett ausrasten und mir in der 5. Minute den Turret wegnehmen. Was wirklich sehr, sehr lustig war für den Moment. Aber auch ein bisschen nervig. Aber am Ende habe ich mich bezogen auf das zweite Woche für Fiora entschieden. Sie haben wir schon erwähnt mit dem QW, aber ihre W-Fähigkeit ist halt echt ein bisschen sehr ridiculous. So. Denn ihr seid ja in der Lage, damit wirklich alles zu verhindern. Sämtliche Spells, die Schaden anrichten oder CC beinhalten. Also alle. Also
alle. Aber Fiora ist aber zusätzlich noch in der Lage, mit ihrem W Summoner Spells zu verhindern. Sie kann das Ganze natürlich nicht bewusst machen, weil Summoner Spells keine Cast-Animation haben, Gott sei Dank. Aber sollte jemand im Kampfgetümmel sein Ignite oder sein Exhaust auf Fiora machen, passiert nichts. Es wird eiskalt verhindert und dein fucking Spell ist auf Cooldown. Why? Fiora W ist für mich einfach ridiculous. Aber natürlich jetzt kein übelst krasses Why der Woche. Mal sehen, was nächste Woche passiert, denn dann beginnt ja die LCS. Da werden wir bestimmt ein paar Whys erleben. Bezogen auf das Fiora W, muss ich sagen, sind es nur 3 von 5 Whys. Denn wie gesagt, sie kann es ja nicht bewusst machen, sondern der Gegner muss schon rein igniten. Und wer so dumm ist, der kriegt von mir 6 von 5 Whys. Alles klar, ich hoffe, ihr konntet was lernen und die Folge hat euch gefallen. Haut rein, holt euren Schlitten raus oder den Schneeschieber. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag und viel Spaß. Right.